Ja, guten Tag und herzlich willkommen zurück. Jetzt sind wir im dritten Teil von unserem Höhlenziegen-Let's Play, wo wir die Höhlenspinne anbieten und versuchen, möglichst viel Forschung rauszuballern und einfach mal das DLC Primal Fury erkunden. Wir werden jetzt hier vorne den ersten Durchbruch wagen und hoffen, dass das nicht komplett in die Hose geht, indem wir hier diese zwei Stacks angreifen. Da sind wir gegen zwei Einhörner und ein paar Animisten, die tatsächlich auch eben die Spinne beschwören. Wir hoffen aber, dass wir unsere Fähigkeit, diese Spinne beschwören, so maximal nutzen können, dass wir hoffentlich diese Armeen relativ gut beseitigen können. Ich habe nochmal eine Runde weitergedrückt und hier den Dunstling reingehauen. Ja, ist mir egal. Ja. Diesen Dunstling nochmal reingehauen, damit wir zwei Dunstlinge haben. Dann haben wir natürlich kaum noch Mana-Produktion, ist aber nicht schlimm. Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, 10 Spinnen zu beschwören. Das wird wohl reichen. Also wir können ja eh nicht 10 beschwören. Im Kampf werden wir, ich weiß nicht, wie viel wir gerade haben, auf jeden Fall genug haben, um vielleicht 3 zu beschwören. Denkt dran, jedes Mal, wenn ihr als Zauberherrscher aufsteigt, kriegt ihr ja 5 Punkte dazu. Das heißt, 7 mal 5 könnt ihr schon mal rechnen. Das sind 35 Punkte, die wir zusätzlich haben. Also werden wir wahrscheinlich 2, vielleicht 3 mal beschwören können. Ja, dann erklären wir hier der unserer Kollegenstadt, also unserer Kultur tatsächlich. Ne? Wir haben hier die Schicksalsweber. Erklären wir jetzt einfach mal den Krieg. Und hoffen, dass wir nicht komplett untergehen, sonst haben wir ein großes Problem. Also wir haben schon mal wesentlich mehr an Kampfkraft, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt gucken wir, wie das Ergebnis wäre. Okay, das ist tatsächlich absolut in Ordnung. Also brauchen wir gar nicht erst den Schieß zu machen. Wird einfach ein Blasrohrschützen aufgeben und ja, das wäre es eigentlich. Wenig klimaktisch, aber ist nicht schlimm. Wir wollen einfach erstmal Progress starten. Es werden sich bestimmt noch genug Gelegenheiten geben, dass wir hier kämpfen können. Ja, dann können wir jetzt die Mauern untergraben. Kostet natürlich 100 Gold. Ne? Wir haben 3 Runden. Kriegen wir dann auf 2 runter oder nicht? 2 wissen. Da steht, das Menü ist auch verändert worden. Kann man jetzt da oben sehen. Aber ich glaube, das wäre beides nur. Wäre halt beides 2 Runden. Dann machen wir das auch so. Ja, und der Speer kann jetzt nochmal nach oben gehen und einfach ein bisschen lang sperren. Hier unten ausgebaut haben wir alles. Wir können also nur noch nach hier gehen. Da war anscheinend. Ach, hier ist eine so runde Kammer übrigens. Hier war unsere Kollegin anscheinend schon. Das wird wahrscheinlich direkt in ihrem Gebiet sein. Im gegnerischen Gebiet. Macht gerade auch eine Offensive mit Stürmerinnen, die natürlich gebufft sind. Die haben schon super Wachstum, Tierverbundenheit und Blatthaut und Feenverbindung. Das geht ja darum, weil die beiden KI-Gegner deutlich stärker anfangen. Und wir sind jetzt wieder neutral geworden, weil wir halt irgendjemanden Krieg erklärt haben. Wer interessiert es? Selber schuld. Würde ich sagen, ist nicht unsere Schuld. Irgendeine Kriegspropaganda wird uns da schon einfallen. Ja, dann geh du einfach mal erkunden. Es ist jetzt nicht mehr wirklich. Wir haben einen Helden gefangen genommen. Hat tatsächlich auch interessante Gegenstände. Wow, was ist das denn für ein Oschi? Blitzstab der Umkehrung. Schnellstich und Umkehrung. Was ist denn Umkehrung? Wenn alle negativen Schusseffekte vom Verbündeten zielen, gewährt für jeden Entfernten einen positiven. Okay, ja, das kenne ich tatsächlich schon. Dann haben wir der himmlische Einheiten werden mehr Schaden bekommen dadurch. Auch gar nicht schlecht. Also wir könnten ihn tatsächlich wieder verkaufen. Aber das machen wir erst, wenn wir hier die Stadt ausgelöscht haben. Nicht, dass die nachher noch einen dritten Helden da stehen haben. Das wäre ziemlich ärgerlich. Haben wir jetzt schon viel HP verloren, natürlich gerade auf unsere Zweithelden und diesem Blasrohrschützen, aber eigentlich können wir eigentlich mit leben. Das heißt, jetzt geht es wieder ins Belagern. Wir werden hier einfach uns einmal zurücklehnen. Können auch noch was plündern eigentlich, ne? Also plündern hilft halt dabei, ein bisschen HP zu regenerieren. Wobei ich glaube, das geht nur mit dieser speziellen, mit diesem speziellen Attribut, ne? Wir werden halt Geld bekommen. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir nehmen lieber die Stadt so weit intakt, wie es geht. Erkunden wollen die irgendwie nicht mehr, haben die keinen Bock drauf, von daher passt das so. Hoffen wir, dass die nicht, wie die KI-Gegner hier noch massiv Einheiten spammen. Ich glaube nicht, aber wir werden bald, glaube ich, so ein Threshold, sage ich mal, erreichen, oder so eine Rundenzahl erreichen, dass sie ihre Armee deutlich upgraden. Deswegen müssen wir jetzt schnell umhauen, damit wir hoffentlich dann die Chance haben, da die Stadt zu erobern. Dann wurde ein Kopfgeld ausgesetzt. Endlich mal die Funktion, das ist ja auch was Neues vom Patch. Ein Kopfgeld wurde ausgesetzt, und zwar hat uns hier unsere Kollegin ohne großen Bildschirm jetzt einfach mal gesagt, hey, Stadt einnehmen. Und zwar will die, dass wir diesen Außenposten einnehmen. Und dafür würden wir 286 bekommen. Gar nicht schlecht. Müssten wir aber hier hinkommen. Dafür müssen wir erstmal schwimmen lernen. Und schwimmen lernen kostet halt sehr viel, wenn man gerade gar kein Imperium kriegt pro Runde. Von daher, dieses Problem muss ich noch mal lösen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Da haben wir so ein bisschen Challenge, wenn es doch wegen irgendeinem Mod ist, den ich vergessen habe, wegzumachen, also auszuschalten. Also, dann soll es halt so sein. Dann haben wir da ja einfach eine Challenge gemacht, dass wir weniger Imperium bekommen. Dann sind wir jetzt hier beim Vasallentum, was sehr wichtig ist. Da werden wir natürlich weiterhin unsere Kooperation geben. Wir können, glaube ich, auch eine zweite Kooperation einsetzen. Wir haben ja schon. Ne, die Ressource kriegen wir automatisch, stimmt deswegen. Ja, das kostet ein bisschen sehr viel Gold, ne? Aber ich meine, wir wollen auf Forschung gehen, also pushen wir da auch weiterhin, um das Spielprinzip durchzuhalten.
Dann werden wir jetzt mal auf Verkäufer gehen, damit wir da mal ein bisschen Gold zurückgewinnen können. Und dann haben wir noch ein Kopfgeld, ist das richtig? Ne, persönliche Präferenz. Ne, einfach nur beleidigt und so weiter. Ist uns egal. Und den Ruhepool haben wir jetzt ja so oder so bekommen. Da brauchen wir kein Geld mehr für zu bezahlen. Von daher ganz nett. Irgendwie will er nicht mehr erkunden. Ich glaube, weil hier halt das... Ja, wir könnten uns hier eindringen. Werden wir jemals mit der nochmal freundschaftlich sein? Ne, werden wir nicht. Also können wir auch eigentlich einfach eindringen. Das würde ja unser Ziel in der Mission sein, dieses Gebiet hier einzunehmen und die Nimue, oder wie sie heißt, zu zerstören. Dann haben wir auch schon das nächste Buch tatsächlich fertig, was ganz cool ist. Vorher haben wir noch eine Mission, das ist auch eine von diesen Klassikern. Ja, Missgabe, Wachstum wird blockiert und dadurch kriegen wir Einberufung. Über eine Quälerin oder wir können Geld verlieren. Kriegen wir eine angestammte Wächterin. Das ist die Stufe 3 Stangenarbeit Einheit. Nicht schlecht. Schrecklicher deutscher Name übrigens. Angestammte Wächterin. Sorry, aber bin nicht so der Mensch, der sagt, Englisch ist immer besser. Aber angestammte Wächterin ist halt so klobiger Begriff. Aber gut, jedem soll es sein. Ich könnte tatsächlich für 103 mir also eine T3 Einheit besorgen. Hm. Problem war, oder? Dann haben wir natürlich gar kein Geld mehr, weil die kosten ja 20 Unterhalt, wenn ich das richtig sehe, ja. 20,2 halt durch die Buffs auch noch. Da wünsche ich mir sowas wie bei Conquest of Io, dass man nämlich einfach so eine Fähigkeit hat, um den Unterhalt wegzumachen. Ne? Also nicht nur einfach diese prozentuale Geschichte, sondern irgendwas, wo man ein bisschen Ressourcen investieren müsste, also irgendein Ressourcensystem, was außerhalb des anderen existiert, wo ich jetzt diese Einheit eine Fähigkeit geben könnte, dass sie keinen Unterhalt kostet oder viel weniger. Und nicht nur 10%, sondern wirklich halt 90% oder 100%. Ne? Ja, auf jeden Fall können wir unser nächstes Buch wählen. Da haben wir ja den Plan gehabt. Oh Gott, habe ich ihn noch im Kopf? In keinem Plan gehabt, ja gut, eigentlich alles zu machen, was wir kriegen können, zu sein. Also blöd zu sagen, wir haben ja jetzt das Feenbuch durchgearbeitet. Wir wollen jetzt die Buffs vor allen Dingen erhöhen. Wir haben natürlich die Option, jetzt auf das Buch 3 zu kommen, weil wir wollen ja langfristig auf die Nagas gehen. Da brauchen wir die T4 Bücher. Und da müssen wir natürlich wiederum einiges an T3 Büchern durchforschen. Wichtig ist aber, wir müssen weiterhin auf unsere Buffs gehen. Das ist ganz, ganz essentiell, dass wir daran denken. Das muss ich mir selber auch immer sagen. Ich schaue mal gerade nach und dann überlegen, ob wir da machen können. Ja, und zwar gehen wir auf Buch der Lustbarkeiten. Ich will zwar auch eigentlich die T1 Bücher nacherforschen, damit wir da nicht in Hintertreffen geraten. Aber das Gute ist halt beim Blutwutwaffen, da werden die Plänkler mitgebufft und es zählt trotzdem für Nah- und Fernkampfeinheiten. Fernkämpfer werden da nicht von gebufft, aber die Fernkampfangriffe zählen trotzdem, was natürlich super cool ist. Dann kriegen wir erstmal Flat 2 Damage Erhöhung für unsere wiederholbaren Angriffe, mehr sogar für die einmaligen Angriffe, was glaube ich bei sowohl dem Dunstling als auch den Sturmgeborenen so ist. Und wir bekommen halt noch diese Moral gestärkt, wenn wir etwas töten, was natürlich auch unser Ziel ist, mit dem möglichst abzugehen. Karneval des Fleisches ist ganz cool, wenn wir aber nicht so gut spielen, weil wir kaum Farm haben, also gar keine Farm haben. An sich ist der Flat-Bonus 7 Nahrung, 7 Einberufung schon ziemlich cool. Und auch alle Farmen drumherum, diesen Bonus nochmal zu erhöhen, ist auch extrem stark. Wichtig beim Blutwaffen, die sind halt einfach sind immer super, kann ich euch nur empfehlen. Zusätzlich kriegt ihr dann auch noch eben Herz des Zechers, was nochmal mehr Moral gibt, was wieder mehr Crit gibt. Andere Option wäre halt Buch des Chaos, weil es auch sehr cool ist, dass wir Mal des Unglücks bekommen. Ja, da seht ihr nämlich auch, da kriegen wir sowohl die Plänkereinheiten ausgerüstet als auch die Fernkampfeinheiten gebufft. Und Unglück hilft halt dabei, durch das neue System, was wir jetzt haben, einen Fehlschlag zu erhöhen, also Fumble. Und Fumble zu erhöhen heißt halt einfach, dass ihr, bevor überhaupt Crit gerechnet wird, wird er jetzt Fumble berechnen. Wenn ihr dann Fehlschlag habt, wird er nicht mehr kritisch. Das heißt, damit könnt ihr extrem viel ja, miese Laune verbreiten. Und ihr seht, ihr kriegt auch noch Schaden dann bei so einem Fehlschlag. Ist auch schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ich finde die Lustbarkeiten halt deswegen besser, wenn man auch die Transformation dazu kriegt. Kriegt man hier jetzt nicht. Da kriegt man halt einen Gremlin beschwören, was ich jetzt, ja, dafür haben wir eigentlich schon einen Dunstling. Dann gehen wir jetzt einfach mal auf die. Skalde brauchen wir jetzt nicht unbedingt, da haben wir keine Zeit zu. Aber das, was wir jetzt gerade erklärt haben, das wären die beiden Sachen hier. Können wir auch einfach mal loggen. Dann nehmen wir uns erstmal die Blutwutwaffen. Die dauern ja nicht so lange, weil es eine Verzauberung ist und wir ja Verzauberungskünstler sind. Ja, okay, die Speer sind irgendwie, haben keinen Bock mehr. Dann lassen wir die jetzt einfach mal da hocken. Wir müssen da die ganze Zeit rumzugedönsen. Und dann kommt es zum Kampf. Wir sind nochmal sehr verletzt, haben aber auch recht gute Sachen eigentlich bekommen. Gucken wir mal. Ja, müsste auch genauso sein. Also auch das ohne Probleme tatsächlich diese KI zerstört. Ich glaube, wir waren da recht pünktlich, weil wir genau zum richtigen Zeitpunkt halt hier noch eingegriffen hatten. Weil sonst hätten wir wahrscheinlich gegen so T3-Stacks kämpfen müssen. Jetzt haben wir die Option hier, die Fähigkeit zu nehmen, ob sich das lohnt. Übernehmen dauert weniger. Ja gut, es gibt natürlich mehr Bevölkerung. Wenn man halt kaum was hat, ist es halt irgendwie so doof, das auszugeben. Minen haben wir leider zu wenig, wäre sonst auch sehr schön. Ist aber einfach auch nicht geil. Momentan brauchen wir jetzt nicht so dringend was. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal das. Komm, ist egal. Gehen wir einfach mal aus. Sind wir mal so nett.
Dann können wir hier einmal rüber gehen und, oh, dann habe ich natürlich vergessen, dass wir natürlich 200 brauchen, um zu übernehmen. Das heißt, wir werden diese Stadt jetzt erstmal einfach nur hier rumgammeln lassen. Oder wir zerstören sie und gründen sie neu. Wäre die andere Option. Was ist die bessere Option? Hier auf 200 Wachen, das sind 12 Runden in dem momentanen Punkt, den wir haben. Schwierig. Oder wir zerstören sie einfach und gründen neu. Da müssen wir allerdings aufpassen, dass hier unsere KI-Kumpelin nicht einfach kommt und das hier wegsnackt. Ne? Das wäre natürlich auch blöd. Ja, wir zerstören es, oder? 650 Gold, ja komm, dann zerstören wir. Wo wir nachher nichts machen, das wäre halt auch blöd. Dann können wir mit den Einheiten ja erstmal gemütlich stehen bleiben. Ja, neue Dinge brauchen wir nicht. Wir können aber gucken, dass wir neue Helden gefangen genommen haben. Da kriegen wir eine schützende Brustplatte. Wir kriegen einen gepolsterten Helm. Und todrufender Zertrümmerer. Boah, da machen wir ordentlich Schaden. Halleluja. Gibt halt mehr Schaden. Das hat der typische Sturmangriff. Gegenschlag wird entfernt, geschwächt. Ziemlich gut. Mäulchen kriegen wir auch noch. Ist das von doch von Mod? Ich habe den Motto ausgemacht. Der kann auch nicht deutsch sein. Und wir haben ja noch die HP noch höher. Ne, was ist es? Ach, ist auch so ein. Die haben das anscheinend so. Sind das welche aus dieser Item-Schmiede gebaute Sachen? Aber den müssen wir auf jeden Fall abgeben. Oder wir können ihn auch bekehren. Aber ich glaube, es geht erst, wenn wir dieses Gebäude haben. Also gehen wir mal Freiheit gewähren. Dann kriegen wir. Hier kriege ich aber jetzt nicht die Sachen, die ich habe, die. Die Gegenstände, doch, ja, genau. Landet ein Dime-Arsenal, ja. Wollte sagen, haben sie das auch verändert? Ne, haben sie nicht. Dann können wir uns nämlich diesen Hammer mal nehmen. Das Problem ist, bei diesem Hammer ist natürlich zweihändig, ne? Das heißt, ja, wir können den halt dann nicht mit Reittier führen, ne? Was halt ein bisschen blöd ist. Genau, diesen gepolsterten Helm einfach mal unserer Nahkämpferin geben. Diese Brustplatte. Die ist jetzt auch nicht super, aber ist in Ordnung. Bösartiger Killer und ja, den Demolierer, da hat er klaren Blick. Ist okay, das ist hier erstmal ordentlich ausgerüstet. Die Zweihandwaffe werden wir sehen, ob wir die dann nochmal brauchen. Und das ist wichtig, ist das hier oben, damit wir unsere Quest beenden können. Vielleicht, wenn wir das Quest beendet haben, kriegen wir dann tatsächlich unser Imperium dazu. Das wäre jetzt meine letzte Vermutung zumindest, die ich noch habe. Dann haben wir noch jemanden, den wir verkaufen können. Der hat einen Konstruktzerstörer. Die zwei. Durchbohren, Vernichter der Konstrukte, Segen der Tunnelspinne und Nass. Mhm, auch ganz cool. Und Flammen... Hemmende Plattenpanzer oder flammenhemmender Plattenpanzer müsste es heißen. Gewehr 2 Feuer, ziemlich schwach. Aber ja, gut, ich meine, wir können die Überreste verkaufen, warum nicht? Nekromantie, wie gesagt, wird momentan nicht unser Highlight sein. Dann kriegst du einfach mal diese Flammenresistenz. Und wir können unserer Fernkampfeinheit theoretisch, ja, wir haben ja einen Armbrust, ne, genau, dann können wir ihr dann den Konstruktzerstörer geben, warum nicht? Sieht doch schon ziemlich badass aus, hier als Naga mit so einer Schrotze in der Hand. Das kann dauern. Mal nichts gegen sagen. Ja, und dann müssen wir einfach jetzt hier warten. Ich meine, uns wird keiner diese Sache streitig machen. Das heißt, wir könnten eigentlich schon mal weitergehen. Ein bisschen regenerieren wäre auch nicht schlecht tatsächlich. Obwohl, wir warten einfach hier und werden jetzt einfach mal durchklicken. Ich habe keinen Bock, dass nachher jetzt die KI kommt und uns den Platz da klaut. Dann hat Gutaheim einen Kriegstrupp im Sand. Kennt er ja auch hoffentlich. Das heißt, sie werden uns langfristig halt auf die Nerven gehen. Total ätzende KI-Geschichte finde ich auch immer sehr unangenehm. Aber ist halt so. Wir werden erstmal keine Einheiten mehr bauen. Wir brauchen jetzt dringend Geld. Wir können natürlich, weil wir keine Farm haben, da jetzt nichts beschleunigen. Für den Turm brauchen wir jetzt auch schon 6 Runden. Extrem ätzend. Ich mache jetzt meinen Kornspeicher erstmal, weil er einfach schneller geht. Mysteriöses Tonikum könnten wir unsere Unterstützungseinheiten verbessern. Für positive Statuseffekte gewähren, weil sie Tonikum verteilen können. Ich weiß nicht, Tonikum, auch Heilung? Ne, einfach nur zufällige Statuseffekte. Aber machen, warum nicht? Ne? Ich meine, sobald wir keine mehr haben, wie riesig die Elefanten sind, werden wir sie halt nicht mehr brauchen. Aber bis dahin können wir sie ja nutzen, warum nicht? Ne? Und dann geht es auch schon zur nächsten Runde. Wir werden jetzt gucken, dass wir uns jetzt auf die Nemue fokussieren können. Momentan haben wir ja eine recht gute Situation, dadurch, dass hier diese freie Stadt ist, die da nicht einfach so durchpreschen können. Und diese freie Stadt ist ja unser Vasall und ist, wie ihr seht, schon recht gut aufgestellt. Wesentlich besser als wir tatsächlich. Einfach weil sie schon Sturmbringer haben, die massiv stark sind. Also die können wir auch theoretisch, denk dran, rekrutieren. Extrem cool, auch mit dem Patch hier kann man ja jetzt besondere Einheiten auch rekrutieren. Finde ich sehr cool, also gerade wenn ihr so eine Stadt habt. Ich meine, die nervt mich zwar irgendwo, weil sie direkt über uns drüber ist, aber ihr habt halt die coole Fähigkeit, jetzt einfach von den Einheiten zu rekrutieren und euch da auch richtig krasse T4-Einheiten zu holen, was schon sehr mächtig ist. Und wichtig nochmal, warum Sturmbringer so krass sind, habe ich ja auch schon mal erklärt. Es sind halt Plänkler-Einheiten. Ihr seht es zum Beispiel, Sturmriesen ist eine mythische Einheit. Dafür kriegt ihr keine Buffs. In dem Spiel gibt es keine Buffs für diese Einheitentypen. Aber für Plänkler-Einheiten gibt es halt tausende Buffs. Und dadurch ist es einfach schon deutlich besser. Kostet natürlich wieder Imperium, was wir momentan ja nicht haben.
Was ich aber eigentlich ganz interessant finde, gerade als Challenge. So, jetzt wollten wir hier unten noch was bauen. Da war ich mir ganz sicher, dass das so war. Mal gerade irgendwas mal nebenbei will ich boosten können, um vielleicht noch irgendwas, irgendwas abzugreifen. Auch nochmal, ja, den Grobschmied, aber da brauchen wir zwei Steinbrüche. Kann auch mal einen hier hinsetzen, den wollen, das hier werden wir eh auch, ersetzen durch den Feenwasserteich. War eigentlich auch jetzt schon mal, obwohl er jetzt noch ziemlich schwach ist, ne? Obwohl, 6 Mana wird es geben, wenn ich das richtig sehe. Ich würde, glaube ich, warten, bis wir noch einen Steinbruch einfach gemacht haben und dann wechseln wir beides um und dann passt das. Ich glaube, das wäre am sinnvollsten. So, jetzt schicken wir unsere Verstärkung nach. Können wir gleich schon mal, wenn wir das hier geregelt haben, mal auf Nemue beziehen. Okay, jetzt hat sie irgendwie die Rivalität abgenommen oder weggemacht. Aber gut, wahrscheinlich, weil sie langsam Angst hat vor uns, weil wir halt nicht, weil die bekriegen sich ja konstant. Wir sind natürlich nicht im Krieg, was das Ganze natürlich ganz cool macht. Arklis der Feenwesen. Ja, das ist ja dieses Verdeckte. Nehmen wir erstmal Herz des Zechers, glaube ich. Oh, nee, komm, nehmen wir Feenverbindung. Aufgepfiffen. Hab zwar extra Mana dafür ausgegeben, aber wir wollen ja hier nicht in Perfektion spielen. Aber dass dieser verfluchte Grabhügel 2 T4-Einheiten und T5-Einheiten hat, ist schon extrem unangenehm. Ja, so, jetzt haben wir die Heiligwurz haben wir dann zerstört. Okay. Erstmal müssen wir jetzt hier auf einmal von irgendwann angegriffen werden. Extrem ungünstig, wie auch immer die so schnell zu uns hingekommen sind. Und mehrere T4-Einheiten haben die auch noch. Das ist sehr unglücklich. Na gut, würde uns halt unsere Wächterin killen. Ist mir egal, die haben umsonst bekommen. Da bin ich relativ schmerzlos. Und jetzt können wir nämlich einfach hier für 100 gründen. Ja, auch geil. Ihr zerstört das, kriegt 600 Gold und könnt dann für die Hälfte wieder gründen. Sehr coole Sache eigentlich. Gut, ihr werdet halt böse. Wenn wen das interessiert, ja, der hat dann eben natürlich einen Nachteil, wenn man einfach böse wird. Aber an sich seht ihr, dass er einfach viel, viel mehr Vorteile bietet, dass ihr das einfach so macht, wie ich das gerade gemacht habe. Zerstören, das Geld mitnehmen und dann halt wieder aufbauen. Nehmen wir jetzt mal, glaube ich, die übertümliche Raserei für alle unsere Stacks. Und dann haben wir hier, Heldin hat auch eine Aufwertung. Und da wollen wir auch jetzt hier langsam mal Richtung Führungsfähigkeiten. Inspirierende Anführer für weniger Upkeep. Weil das uns ja noch mal ein paar Probleme bereitet. Und wir haben Gurtok als neue Kreatur. Oh ja, das hier wäre ganz gut. Verseuchter Sichtnehmer. Blenden ist ganz cool. Und noch mehr wilder Hieb, noch mehr Verderbnisschaden, was auch ganz cool ist. Da können wir ja machen, warum nicht? Mal das unserem guten alten Halima geben. Und zwar diese verseuchte Kugel, bitteschön. Ja, der Umhang war nur auch wieder so crap, ne? Ja, genau. Wir haben ein Wildschweinreittier, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Du kannst dir dann diesen Umhang gönnen. Ja, und dann haben wir unsere Helden auch ein bisschen ausgestattet, ohne wirklich viel dafür zu tun. Haben einfach schön Leichenfledderei begangen, so wie sich das gehört, ne? Ja, und dann können wir eigentlich nach hier hinten zur verzauberten Höhle mal wandern. Hier die beiden Stacks zusammen und laufen mit unserer Heldin hinterher. Schauen wir mal, was da so rauskommt. Ja, dann gucken wir mal. Setzen wir am besten hier was auf diesen Hochgang, damit wir da nicht in Gefahr geraten, dass uns jetzt die KI noch den Platz hier klaut. Aber eigentlich sollten die zwei Runden ja locker reichen. Dann kriegen wir ein schönes neues magisches Material. Können wir nochmal so eine Materiumsfabrik da bauen. Und wir kriegen halt unsere Pflanze hier, unsere Höhle. Auch jetzt aussieht wie eine Pflanze. Bei Höhle der Tunnelspinne dann langfristig. Und würden nach hier oben gehen. Das ist ein sehr schönes Gebiet. Wir haben ja viel freigesetzt. Da kriegen wir nochmal ordentlich Ressourcen dazu. Das kann doch durchaus was. So, was haben wir jetzt? Geliebte Schwester. Okay, das ist auch wieder eine von diesen klassischen Missionen, die wir schon tausendmal kennen. Aber okay, Goldader, das ist glaube ich mit diesem Wurm, ne? Ja, natürlich. Den Wurm kennen wir auch schon. Der Ätzwurm. Und dann halt ein paar Einheiten dabei. 450 sollte möglich sein. Handelsangebot haben wir bekommen. Sie will einen Teleporter packen. Und ich muss dafür bezahlen. Und das bietet sie mir an, oder? Nee. Achso, die will mir was bezahlen. Dann nehmen wir mal ein bisschen Nana. Sehr gut. Teleporter packen können wir natürlich noch gar nicht machen, weil wir gar keinen Teleporter als Möglichkeit haben. Ich bin mal gespannt, ob wir gleich dieses Einkommen bekommen, wenn wir diese Quest gemacht haben. So, jetzt können wir bei unserer Hauptstadt, unserer einzigen Stadt, kann man ja sagen. Noch nicht. Ich würde noch einen zweiten Dingens holen, einen zweiten Steinbruch hier unten, damit wir, wie gesagt, dann die Erweiterung da hinsetzen können. Bauen erstmal ein Arcanes Institut, um weiterhin auf Forschung zu gehen. Ich glaube, wir sind da ziemlich gut dabei. Das sollten wir nicht verfallen lassen. So, jetzt sind da oben noch jeweils Gegner. Können wir auch nochmal schnell umhauen. Schnellste Weg ist da unten. Aber wir gehen da oben rum. Machen erstmal das da oben platt. Das sieht ja auch recht harmlos, sehr harmlos sogar aus. Krass. Krass harmlos finde ich das beides sogar. Aber gut, soll uns jetzt nicht stören. Den setzen wir jetzt einfach mal erstmal hier drauf. Damit uns hier keiner durchgehen kann. Damit die hier nicht irgendwie durchkommen kann. Und dann haben wir Wüstland. Hübscher Name.
die zweite Stadt. Und können jetzt tatsächlich auch gut aussuchen, weil wir ja nicht mehr diesen Drang haben, jeden Helden nur nach neue Stadt zu bekommen. Sondern wir haben ja jetzt drei Helden auch schon möglich gehabt. Jetzt können wir uns also den optimalen Verwalter aus Unternehmer hier, Produktion und Nahrung sehr viel höher. Nehmen wir natürlich mit. Und ja, am besten ist natürlich Materialraffinerie. Schon mal sehr gut. Und jetzt natürlich nicht die Palisaden, wovor wir bauen, weil wir die Stadt neu aufgebaut haben, finde ich ein bisschen schade. Ja, oder halt natürlich Schnitzerwerkstatt, ne? Ich meine, das ist ja echt krasses Einkommen, was man da kriegt. Es ist schon ganz nett. Haben wir direkt das magische Material. Plus 10 Mana, also sowieso schon dazu. Plus 10 Produktionen. Die Stadt sollte relativ gut abgehen. Könnten das natürlich mit einer Försterei pushen, haben aber noch keine Pilze hier. Wir würden natürlich erstmal hier in die Richtung uns bewegen. Ja, ich glaube, wir müssen Goldmine bauen, damit wir mehr Gold haben. Wir haben nämlich echt lächerlich wenig Gold. Und ja, Gotaheim ist endlich nicht mehr im Krieg mit uns, weil unsere Kollegin hat das jetzt als Vasallen eingenommen. Dann kriegen wir nicht nochmal so ein fieses Deck. Und ja, unsere Kollegin hat auch die zweite Stadt, die da auch mehr wirkt. Also guckt euch das an. Ja, nur freie Städte. Und nochmal, ich weiß, ich habe es schon öfter betont, ich möchte es nochmal betonen. Wir haben insgesamt 5 freie Städte auf einer Map, wo es angeblich wenig, in Anführungszeichen, freie Städte hat. Und die diese Landmasse bietet. Das muss balanciert werden. Sowas müsst ihr mit Patches angehen, mit Hotfixes. Es kann so nicht nach einem Jahr sein. Es tut mir wirklich leid. Aber ich werde ja nicht bezahlt. Von daher kann ich es ja nochmal sagen. Es geht so nicht. Das kann nicht als Kartengeneration funktionieren. 5 Städte mit wenig, ne, nochmal, mit geringer Bevölkerung. Und mit dieser geringen Landmasse. Was bringt das ganze Wasser? Ne? Das ist... Ich reg mich alles in Luft, ne? Aber naja, egal. Gut, also. Blutwaffen werden wir uns jetzt mal gönnen, damit wir auch da den Buff kriegen. Wie gesagt, Stadt ist gegründet worden. Alles gut. Dann hauen wir jetzt mal hier die Viecher um. Keine Gnade, willkommen in Frieden oder Nahrung gegen... Oh, okay. Ja, nehmen wir, ne? Ein bisschen mehr Wissen. Ne? Wir gehen immer auf unsere Forschungs... Wir sind ja diese Wissenssucher. Wir wollen auf jeden Fall Wissen suchen, also Wissen bekommen. Dann müssen wir auf die nächste Runde warten. Dann gehen wir da mal die verzauberte Höhle. Gucken wir, ob da auch viel stärkere Wachen jetzt drin sind. Weil die waren ja wirklich schon krass. Aber ein neues Kopfgeld und zwar Stadt Sipagurtuk. Sipagurtuk. Kann ich das irgendwie... Achso, ich muss es ja noch annehmen. Oh, hab ich gesehen. 20 Runden Zeit. Ja, natürlich nehme ich das an. Ist denn irgendwas Negatives davon? Nö. Also, warum sollte ich das nicht annehmen, ne? Mist, dann habe ich das eine gar nicht angenommen. Schade. Wo ist das Ziel? Oh, das Ziel... Ach, hier. Gotaheim. Achso. So diese Vasallenstadt. Das ist doch ihre Vasallenstadt. Ja, da haben wir schon mal den ersten Bug, ne? Können wir direkt mal reporten hier. Denn das Kopfgeld wurde von unserer Kollegin ausgesetzt auf eine Armee, auf eine Stadt, die sie selber als Vasall hat. Das funktioniert nicht. Das ist leider nicht funktional, ne? Da musst du leider nochmal, da müssen die Entwickler nochmal ran, das zu verbessern. Das hat schon mal nicht so ganz geklappt. Trotzdem eine coole Mechanik an sich, finde ich schon ganz nett. Nicht gigantisch, also kommt sehr niedrigschwellig, wie man sagen würde. Aber ist eine ganz coole Sache. Die Forschung war uns jetzt relativ egal. Ich nehme einfach mal irgendeine. Relativ Wurst. Hier packen wir wieder unsere Helden rein. Okay, ein Held ist sehr verletzt, natürlich sehr lästig. Aber im Autokampf sollten die sich ja ohne Probleme regenerieren. Machen wir alle T3 rein. Hoffen, dass das jetzt nicht so übertrieben stark ist. Okay, das ist tatsächlich normal. Wir könnten hier auch mit 60% Erfolg machen, aber nicht. Machen einfach daraus und ja, kein Problem. Können einen neuen Feuerwyvern als Reiter nehmen. Phasenumfang ist auch ganz okay. 5 Einstellungen, ne? Dann nimmst du ja lieber Reittier als diese 5 Einstellungen. Also, das ist ja... Es ist ja erbärmlich. Es ist ja gar nichts. Feuerwyvern. Nehmen wir einfach mal mit. Ich meine, andererseits, ich spinne eigentlich besser, aber ist okay. Jetzt müssen wir wieder unsere Armee auseinanderklamüsern. Damit das Ganze auch funktioniert. Hier, der Dunstling kann damit die dritte Helden hier hin und dann die anderen Armeen hier rein, weil dann kriegen wir mehr HP. Weil unser Zweitheld ja die HP-Spritze hat, sag ich mal. Dann können wir hier das einmal klatschen. Sehr schön. Rein jetzt also langsam unser Gebiet. Dann können wir dann nachher mal gegen Serena, den Nemui, vorgehen. Aber jetzt auch richtig, dass ich gesagt habe, ja, das war, ich wollte schon sagen. Also wie gesagt, Gotaheim ist halt Vasall von, wie heißt sie jetzt, Serena und nicht von Nemue. Soll ich nur mal gucken. Die wird übrigens gerade ein bisschen angegriffen hier, unsere Verbündete, unsere Serena von Nemue, die natürlich auch schon die Naga-Gestalt hat. Ja, wir werden also Naga-on-Naga-Action haben.
Ein bisschen problematisch, dass ich das dann gewählt habe, weil die Nagelgestalt natürlich wieder Resistenz hat gegen Verderbnis. Unsere Einheiten werden natürlich auch mehr Verderbnisschaden machen, aber da werden wir dran arbeiten. Auch Blitzschaden werden wir auch noch ein bisschen machen wahrscheinlich, aber Feuer sind sie nicht resistent gegen, von daher sollte das schon passen. Das ist natürlich ein bisschen stärker, der Kampf, oder ein bisschen schwerer. Ich muss man da nochmal selber kämpfen. Schau mal. Oh mein Gott, ja. Ja, dann kämpfen wir den Kampf. Wenn wir eben die Kämpfe nicht kämpfen mussten, müssen wir jetzt halt so einen gammeligen Kampf kämpfen. So ist es manchmal. Ja, super, wir greifen an und haben uns wieder extrem schlecht positioniert. Dann bewegen wir uns mal wieder in die richtige Richtung. Heilen erstmal unsere Fee, damit die auch nicht kaputt gehen kann. Und bewegen alles hier runter. Das ist nichts Besonderes, das ist der Standard. Ne? Wir können ja auch die Tinktur benutzen, aber da kriegen wir ja nur negative Stats weg. Ist also nicht so viel. Aber wir haben ja hier die Wiederherstellungsfähigkeit, ist ganz cool. Also dieses Support gefällt mir ganz gut. Na, ihr könnt halt diese extrem lächerlich imbalance Spinne herbeirufen. Was ja eh schon herbeirufen zu haben, sind ja immer gut. Und die kann ich ja eh schon nochmal verstärken, weil ich sie selber nochmal herbeirufen kann. Und ich kann heilen, was schon sehr stark ist. Es wirkt irgendwie so, als wenn die nur einmal herbeirufen lassen wollten. Also ich bin mir nicht sicher, aber irgendwas wirkt hier ein bisschen merkwürdig. Naja gut, aber sollte es interessiert, ich bin ganz froh, da jetzt einen Mechanismus zu haben, womit wir ein bisschen arbeiten können. Und die anderen Schwächen oder die anderen Nerfs ein bisschen auszuarbeiten. So. Dann lassen wir die mal wieder hinkommen. Müssen ja eigentlich nicht wirklich viel tun. Wenn wir uns alle heilen. Und jetzt kommen wir einfach wieder unsere Imba-Spinne. Setzen wir hier hin, hauen auf den, weil der kann sich ja wegteleportieren, da habe ich keine Lust drauf. Kann sich wohl nicht hochheilen, doch kann er wohl, ich dachte schon gerade, kann sich nicht da hochheilen, doch. Das funktioniert auch ohne Probleme. Ja, wir haben ja keine negativen Effekte, also egal. Wir können aber natürlich nochmal Spinnen herbeirufen, und zwar hier. Ach nee, da brauchen wir erstmal Zorn der Tunnelspinne, das habe ich natürlich nicht gewusst. Fünfmal muss ich dann angreifen, okay, das ist ziemlich krass. Weil fünfmal mit einer Sporteinheit angreifen. Das ist schon eine harte Geschichte. Ja, ansonsten lassen wir die erstmal sich da oben austoben, ne? Weiß ich jetzt gar nicht, warum wir da jetzt irgendwas anders machen sollten. Genau, lass uns ja die Sachen einnehmen. Es kommt das. Oh, gemein. Ich hasse diese Nymphen, ne? Also die sind eigentlich auch richtig krass. Kann man sich eigentlich immer mal gönnen. Die Nymphen sind schon echt extrem im Balance. Das heißt, wir müssen die jetzt auf jeden Fall töten. Sonst wird das nichts, aber. Nee, kann ich nicht. Das ist natürlich nervig jetzt, ne? Und ich habe ihn ja überhaupt nicht gut positioniert. Ich glaube, ich mache hier gerade ziemlich einen Quatsch, aber das ist, wenn man nicht so konzentriert spielt, dann. Hopp, hopp. Mal schnell die hier aus dem Weg, hoffentlich schnell. Mhm. So, jetzt hast du. Ne, das ist zwei. Okay, die kriegen zwei Zorn pro Schuss. Das heißt, ich brauche dreimal angreifen. Dann kann ich die Spinne herbeirufen. Hm, ja, ist ganz okay. Wir holen natürlich trotzdem schon mal die zweite und hauen hier mal schön in den Nacken. Schön in den Nagge. Ab in den Nagge damit. Ah, jetzt müssen wir mal irgendwie durchbrechen. Ich habe mich natürlich extrem bescheiden positioniert. Können wir AOE-Fähigkeit benutzen? Mal einfach, warum nicht? Macht halt kaum Schaden, weil sehr viel Leben verloren. Ich würde natürlich lieber nach hier oben laufen, oder? Da kommen wir auch nicht durch. Ich habe mich echt bescheidenst gestellt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war echt keine gute Idee, was ich da gemacht habe. Bumm. Machen wir einmal nach hier. Dann können wir nochmal 34 Schaden hoffentlich machen. Jawohl. Ist Boss. Dann kann auch hier der. Nein, der kann er nicht. Leider nicht, nein. Aber. Vielleicht können wir hier gehen. Macht nur 8 Schaden. Willst du mich veräppeln, ey? Ja, egal. Wir müssen die halt. Oh, ich habe ja meine eigene Einheit auch verletzt. Habe ich eben. Habe ich gerade erst bemerkt. Upla. Aber hiermit können wir die jetzt zwar Verschwendung, aber. Können wir sie mal schön töten. Dann haben wir nicht unseren Dunstling wieder bereit, um hier von der Seite anzugreifen und sollten dann hier das Problem jetzt bereinigen. Da oben, die haben ja noch Spaß mit ihrer, der einfach mal herbeigeschworenen Spinne. Kannst ja auch mal das Zeug draufhauen. Ja, leider nur Streiftreffer, aber das, der passt nicht, weil er kein, der kann sich noch bewegen. Genau, und dann haben wir doch erstmal. So, jetzt hoffen wir, dass die sich weiter schön an der Spinne abhoben. Jawohl. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das Ding nach vorne laufen würde. Mhm, das war abzusehen. Dann machen wir doch erstmal hier 45%, ne? Egal, vielleicht treffen wir. Jawohl. Wollen wir nämlich hier erstmal Dislokation auslösen, um das Ding dann direkt zu töten. So, weg damit. Brauchen wir nicht mehr. Und ja, jetzt können wir mit unseren Spinnen einfach mal Vollgas geben. Ist so krass mit diesen Spinnen, also wirklich, ich kann es nochmal betonen.
Das ist ein enormer Vorteil, den wir da haben. Diesen Vorteil sollte da auf jeden Fall mal ausspielen. Und dieser Feentrick ist natürlich auch nicht schlecht, weil er schön viel verschiedene Channel-Arten hat. Dadurch extrem viel Schaden macht. Der Dunstling also auch keine schlechte Einheit. Das ist natürlich auch T3, ne? Also deswegen ergibt es ja auch Sinn, dass jetzt nicht gerade die schwächste Einheit ist. Okay, das war glaube ich ein Fehler. Das ist alles nur temporär. Brauchen wir also nicht. Kann ich ihn echt nicht angreifen? Der Attacke? Wirklich nicht? Okay. Oder. Achso, nee, weil das ist ja klar. Dreifache Aktion. Ich vergesse bei Musketen. Deswegen finde ich Musketen ja auch nur mittelmäßig. Weil man ja tatsächlich 3 Aktionspunkte braucht, um die Fähigkeit zu benutzen. Ein bisschen ärgerlich. Mein Gott. Jetzt hängen wir an diesem einen Ding da. Sowas zum Beispiel, was ich gern cutte, ey. Das ist einfach jetzt nur dieses Hängen an so ein einziges Wesen, das einfach nicht sterben will, aus Gründen. Aus irgendwelchen Gründen. So, aber jetzt, komm, triff. Dankeschön. Ja. Musste mal selber kämpfen, ist leider so. Komisch, dass diese Stadtkämpfe da als schwerer angesehen wurden. Wärmender Hell, ist ja voller Trash. Weiß ich gar nicht, ob die das neu haben, dass man die jetzt kriegen kann, diese selbstgebauten oder diese Random Eyes. Ich glaube, das ist schon letztes Mal. Ist mir nicht so massiv aufgefallen, aber es kann sein, weil ich vorher einen Mod hatte, wodurch das nicht nötig war, weil man halt so viele coole neue Gegenstände hatte. Deswegen kann das sein, dass das mir dann einfach nicht aufgefallen ist. Ja, wir nehmen natürlich Untote beschwören, weil ich Untote beschwören mittlerweile auch nicht mehr so gut finde. Nur wenn ich eine Benji rausbekomme, der dieser Schatten, wie heißt, ist halt komplett für den Hintern. Oder Frostfeuersprengung nehmen. Ja, okay. Na komm, machen wir mal. Gehen wir mal nicht auf Untote beschwören. Haben wir ja schon Beschwörungsschieß. Warum sollten wir das noch mehr machen? Dann nehmen wir hier Präzisionstraining. Irgendwann werden wir den auch mal ein bisschen Schaden an sich geben. Aber das kann noch etwas dauern. So, dann haben wir unser Arcanes Institut produziert. Und werden hier worauf gehen? Weiß ich jetzt gar nicht. Also müssen wir ein bisschen auf Laune, glaube ich, gehen. Gehen wir mal auf Taverne. Und die Schnitzerwerkstatt ist hier auch fertig. Da gehen wir ein bisschen auf die Materialrefinerie. Wir wollen ja die Forschung pushen. Haben wir 10 Forschung schon mal. Das ist ja wohl nicht so verkehrt. Was pro Einwohner? Ne, pro magischem Material ist das hier. So, ein verbuggter Tooltip. Wir haben nicht nur einen Einwohner, wir haben ja schon 2 hier. Das kann also gar nicht stimmen. So, dann können wir hier oben den Kampf kämpfen noch. Aber wir werden wahrscheinlich wieder kämpfen müssen. Ich hätte es auch einfach regenerieren lassen, erstmal eine Runde. Das war ein bisschen lame, aber ich habe echt keinen Bock, so einen langlosen Kampf zu kämpfen. Also machen wir das einfach mal. Ja, ist okay. So, dann können wir jetzt daran. Das sollte dann besser funktionieren. So, einmal hier rüber bitte. Und ruf. Sicherer Kampf. Dann sag mir auch wirklich, dass er sicher ist. Jawohl, sehr schön. Und da kriegen wir ein Horn des Überflusses. Ja, ist auch gar nicht schlecht tatsächlich. Hört sich immer billig an. Aber ein bisschen mehr Regeneration ist tatsächlich eine sehr gute Sache. Da kann man nichts gegen sagen. Dann werden wir beschuldigt. Rivalität wieder. Ja klar, Abkommen ist abgelaufen, das heißt, wir würden wieder unsere Forschung bezahlen. Oh, 65 willst du dafür haben? Boah, das ist aber ein stolzer Preis. Ne, das können wir nicht bezahlen, also. Bei aller Liebe, aber das geht nicht. Das ist zu viel. Mobilisierung, aber wir haben erst 3. Oh, ich kann eine Bastion holen, krass. Schön so eine Naga-Bastion. Aber nachher werden wir unsere Armee jetzt gleich bauen, um unsere Gegnerin anzugreifen. Die ist die ganze Zeit beleidigt. Kann man das auf jeden Fall mal gut gebrauchen. So, da können wir nur eine Hütte nehmen, das ist natürlich extrem bescheiden. Aber wir haben jetzt die Mission fertig. Oh, wir müssen aber noch einen Astralis kaputt machen. Wir werden Meisterheldenfertigkeit als garantierte Belohnung. Meisterfertigkeiten werden freigeschaltet, indem du 6 andere Fertigkeiten innerhalb derselben Kategorie erlangst. Okay. Das muss ich jetzt nochmal sehen. Also, Astralis. Spinnenweben umranken deinen Tempel der Tunnelspinne. Nachdem du deine 2. Höhle der Tunnelspinne beansprucht hast. Das sich auftürmende Gespinst legt sich um dich. Ein Kribbeln auf deiner Haut sagt dir, die Tunnelspinne lauert in der Nähe. Du wachst auf und nickst. Indem du den Astralis zerstörst, stellst du sicher, dass der Nachwuchs von tiefen Tox gedeiht. Die Tunnelspinne wird deine Hingabe belohnt. Ja, ein verlorener Zauberer. Mhm, das kennen wir. Wo ist das Ding? Okay, ist einfach hier mitten reingespawnt. Wow, das ist ja mal netter Spawn. Okay, es gibt nur eine 400er Armee. Ist gar kein verlorener Zauberer, es ist ein gehörnter Gott. Fake News. Okay, jetzt müssen wir da schnell rüber. Denn sonst werden wir da auf die Mütze bekommen. Forschungstechnik, wir sind jetzt erstmal einfach auf dem Weg. Also wir machen das Billigste, was geht. Und auch die Sterbe nehmen. Feensegen, ja.
Ist okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme erstmal das Billigste. Einfach damit wir das nächste Buch freischalten, damit wir unseren Ziel näher kommen, Nagas zu bauen. Also eigene Nagas. Und da unten müssen wir auch noch bestimmt die Mine auch noch freiräumen. Haben wir auch noch. Es ist halt ärgerlich, dass wir einfach keine Straßen bauen können. Deswegen sind wir so langsam. Das ist so ätzend. Aber gut, ist halt so. Ja, Flammenschusswaffen übrigens auch eine extrem wertvolle Fähigkeit für uns, weil wichtig, einfach flat die kritischen Trefferchance und ihr kriegt auch flat diese 20 Schaden an angrenzenden Einheiten, feindlichen Einheiten, für den Fernkämpfer, für den Plänkler. Nicht für die Fernkampfeinheiten, sondern nur für Plänkler. Und das macht das so einen extrem starken Buch tatsächlich. Werden wir wahrscheinlich direkt nehmen. Ansonsten, klar, das hier übrigens, wenn ihr einen Tipp haben wollt, nimmt immer das hier. Zermalmende Erde, hatte ich ja schon mal gesagt. Extrem stark. Ritual der Erschütterung, extrem stark, weil damit könnt ihr Belagerung schneller beenden. Hiermit könnt ihr Einheiten zu einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, obwohl es ein bisschen weniger ist gefühlt, aber trotzdem zerstören. Einfach töten. Das ist super stark gegen höhere KI. Wenn man so eine Stelle dann haut, ist auch immer ganz nett, aber bringt uns jetzt nicht wirklich was. Technokraten auf keinen Fall. Und Tatkraft wäre cool wegen Superwachstum, ne? Mehr Gegenschlag, Trefferpunkte. Ist auch extrem stark und extrem gut. Kann ich auch nur nochmal hervorheben, wie gut das ist. Tiere haben wir nicht. Zyklen wäre noch gut wegen den Projektilen hier. Dann können wir Verwesung anwenden. Verwesung gibt ihr jedes Mal 10 Verderbnisschaden und ihr könnt sich nicht heilen, was ziemlich cool ist. Und ihr kriegt ja flat auch nochmal 2 Verderbnisschaden. Sehr gut. Wir haben übrigens, wenn ich das richtig sehe, genug von unserer Affinität. Insgesamt haben wir 7 von den beiden. Also müssten wir so oder so unser T4-Buch mit der Naga wählen können. Das wären die T3-Sachen. Jetzt müssen wir überlegen, ist man defensiv? Nee, ich gehe voll auf Offensive. Komm, hier. Also, Verwüstung, Flammenstoßwaffen. Kriegsbrut ist natürlich auch eine ganz nette Sache, aber da will ich jetzt nicht drauf gehen. Aber, wie gesagt, die Flammenstoßwaffen sind halt tatsächlich sehr, sehr gut. Der Rest ist für uns eher dann nicht so geeignet. Wichtig ist, wir können natürlich nichts anderes sehen von den T3-Büchern, weil wir nicht genug Affinität haben, zum Beispiel jetzt von Astral. Ja. Gut, Flammenstoß, it is. Dass wir einfach vorankommen zu T4-Büchern. Ja, und dann nehmen wir auch direkt Flammenstoß. Der Rest ist mir relativ egal. Wieso kannst du dich nicht mehr bewegen? Was ist denn bei dir los? Was ist denn bei dir verkehrt, ja? So, dann können wir hier auch die Einheit mal rüber bewegen. Sollten jetzt eigentlich alles geregelt haben, dass wir hier ja, weiter wachsen und alles kriegen, was wir wollen. Müssen noch das Gebiet einnehmen, dann sind wir eigentlich durch. Ach nee, guck mal, sie hat es sogar schon eingenommen hier mit Flussbett. Es ist diese KI, ne? Es macht mich ziemlich fertig, ey. Na gut, aber wir haben ja alle Verträge, sind verbündet, wie auch immer. Aber jetzt sagt, dass sie natürlich weiter sich ausbreitet. Und wir haben halt keinen Imperium, um dagegen vorzugehen. Das ist ziemlich ätzend. Dass sie kann sich jetzt auch hierhin weiter ausbreiten. Was natürlich sehr unangenehm ist. Ah, ätzend. Ja, wir werden Schüler beleidigt. Ich kann es halt mal aufhören. Jede Runde brauche ich nicht. Serena hat sich zurückgezogen. Das heißt, unsere Verbündete ist gerade in besiegt worden. Das ist nicht so schön. Also für Serena, für mich auch nicht so schön, aber ist okay. Ne? Also Verbündete eher aus Zweck als aus Sinn, würde ich sagen. Wir werden natürlich die einfach angreifen und hoffen, dass er jetzt nicht irgendwas... Gut, ja, nicht irgendwas Bescheuertes kommt, würde ich sagen. Ja, dann müssen wir diesen diesen extrem spannenden Kampf auch nochmal kämpfen. Ganz klar. Dann machen wir das. Ja, dann setzen wir uns mal wieder in Bewegung hier. Ein bisschen viel Fernkämpfer, das fällt mir auf jeden Fall auf. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen was Nahkampf. Ich meine, die Langfrist sollen die Sturmbringer natürlich sowohl Nahkampf als auch Fernkampf sein. Aber momentan haben wir wirklich sehr viel Fernkampf. Also wie weit die Armeen sich voneinander aufstellen, wenn ich angreife, es macht mich fertig. Das heißt, du machst wirklich, also das ist ja, warum ich das auch gern schneide, weil das ist wirklich erstmal eine Minute lang nur die Einheiten nach vorne ziehen. Da kommst du dir manchmal vor wie, weiß ich nicht, als wenn du bekloppt wärst. Das ist natürlich bei vielen Strategiespielen so, dass jetzt nicht, dass jetzt der Hass, der richtet sich gegen alles, sagen wir mal so. Er ist jetzt nicht nur gegen Age of Wonders 4, auf keinen Fall. Nervig ist es trotzdem. Ja, dann können wir wieder unsere Spinne hervorrufen, machen wir einfach mal hier. Kann hier so ein bisschen draufklatschen, wie immer. So. Und dann schauen wir mal, ob wir hier die ganzen Einheit nach vorne bewegen. Auch langsam mal unsere Sternenklingen da benutzt, habe ich bisher auch noch gar nicht gemacht, ne? Aber auch eine 3-Aktionsfähigkeit finde ich ein bisschen schade. Aber gut, ist halt so. Ja, könnte ich noch ein bisschen heilen. Du bist unser Nahkämpfer. Du kannst schon ein bisschen nach vorne gehen. Und ja, an sich war es das schon. Jetzt kommen wahrscheinlich gleich die Netze. Dann die Arswürmer müssen erstmal zu uns kommen. Genau, da kommt das Netz.
Also die sind jetzt erstmal noch nicht so wichtig. Und sie kämpfen jetzt schön gegen die Spinne. Boah, okay, der auch. Sehr gut. Dann können wir natürlich einfach hier nochmal eine Spinne hinsetzen. Um das Ganze noch ein bisschen gemeiner zu machen. Du kannst dann erstmal das Ding hier auslöschen. Heilt sich ja dabei, also wirst du überleben. Easy. Und dann können wir ganz gemütlich erstmal die Spinne hier umbringen mit Flankenangriffen. Und ein bisschen in den Nacken geben. Oh ne, können wir nicht, weil das nicht flankiert. Aber hier, also zack. Guckt euch den Schaden jetzt mittlerweile schon an. Mittlerweile hauen wir ganz gut den Schaden raus. Hier gehen wir schon mal ein bisschen nach vorne und kriegen da schon mal ordentlich Balladino raus. Gehen auch mal ein paar Schritte entgegen, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Ne? Wir wollen das jetzt nicht zu lange rauszögern. Ist trotzdem, finde ich, wie gesagt, ziemlich nervig, dass man immer so weit weg anfängt. Wir haben echt zu viele Einheiten tendenziell einfach schon, würde ich sagen. Man muss natürlich ruhig sein, denn man kann mit einer Unachtsamkeit muss man dieses ganze Gedöns nochmal machen. Wäre immer etwas lästig. Ja, dann fangen hier die ganzen Einheiten ab. Nicht so schön wie eben, aber wir können jetzt zum Beispiel diesen Wurm schon fast wieder umbringen. Ihr seht's. Das passt doch perfekt. Ich könnte jetzt auch noch eine beschwören. Ich kann mittlerweile drei beschwören. Ich habe nur 85. Wie klappt das? Ach nee, kostet nur 25. Ich dachte, das wäre 35. Ach du Schiete, da kann man ja wirklich schon drei beschwören. Nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Ja, hier können wir ja auch wieder nicht angreifen. Deswegen ist die Muskete auch mal so ein Problem. Das ist leider nicht so nützlich. Wir können aber hier mit dem einmal ran. Warum nicht? Warum nicht? Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen offensiv begeben, aber wenn ich Angst habe, ich gleich hier auf die Mütze bekommen. Denn die Würmer darf man nicht unterschätzen, natürlich. Hier muss man leider einen targeten, also das kann man nicht einfach auf den Boden anwenden. Das ist auch ein bisschen lästig. Ich will bitte einfach laufen. Komm schon. Nee, Fehlschlag finde ich aber nicht cool, muss ich ganz offen sagen. Ja, mit dem müsste ich aber gut treffen können. Das ist immer der Vorteil von so Blenker-Einheiten, weil die immer so eine krasse Fähigkeit haben, wie das. Da guckt sich den Schaden an. Einfach einmalig. Ne? Da braucht ihr nicht drei Aktionen übrig zu lassen. Und das jetzt mit der Muskete-Vergleich. Da ist die Muskete immer schlechter. Also wirklich mit Abstand schlechter. Ich meine, die macht jetzt viel Schaden hier. Aber durch drei Aktionen ist sie halt. Deswegen mag ich das letzte. Mochte ich das letzte DLC nicht. Da ist das DLC jetzt schon besser auf jeden Fall. Einfach guckt euch diesen Dunsting an. Wie Schaden der macht. Wie viel Debuffs der da noch dabei raushaut. Ist halt einfach nicht vergleichbar in meinen Augen. Mit dem großen, in Anführungszeichen, DLC, was wir letztes Mal hatten. Und das müsst ihr euch halt vorstellen, warum man da, oder warum ich da ein bisschen enttäuscht war. Denn wenn ich da so ein großes DLC habe, was 20 Euro kostet, dann erwarte ich halt auch ein bisschen mehr, muss ich einfach sagen. Ich erwarte da einfach wesentlich mehr als natürlich bei diesem kleinen hier. Und ich fand sowohl das Drachen als auch jetzt schon das hier, fand ich besser als das große DLC. Nur, dass ihr da wisst, warum ich da auch so ein bisschen raus war tatsächlich. Ja, ja, und dann haben wir das natürlich easy geschafft. Ihr seht, schreibt mir in den Kommentaren, ich sag's nochmal, wenn ihr das nicht mehr sehen wollt, bisher hat noch keiner was gesagt beim ersten Part und beim zweiten Part, wenn ihr sagt, das ist, brauchen wir nicht, wir können da auch durchaus mit leben, wenn wir solche Kämpfe Nützliches gecuttet kriegen, dann sagt mir Bescheid. Ja, wir nehmen natürlich hier schön eine 117, nur flat oder was? Ja komm, wir sind Wissensforscher, ja wir nehmen 117 Forscher, komplett lächerlich, aber egal. Wir bauen hier sogar mal einen Außenposten hin. Damit uns diese Dame nicht weiter, unsere Verbündete in Anführungszeichen, nicht weiter unsere Ressourcen klauen. Das wäre schon ganz sinnvoll. Oh ja, auch Level 8, unsere zweite Heldin, perfekt. Sollen wir da jetzt Untote beschwören? Ich glaube schon, weil alles andere, ja, Wiederherstellung ist halt ganz cool. Aber ich denke, so ist es am besten. Dann weiterhin hier unten die ganzen Vorteile, die wir bekommen können. Mehr Crit-Schaden ist eine sehr gute Sache. Da werden wir nicht auch viel von rausteilen später. Auch Level 8, wunderbar. Tier beschwören, Abwehrverbindung, Blinzeln. Ja, ich würde Tier beschwören nehmen, natürlich. Und da müssen wir noch auf Stärke trainieren, damit wir überhaupt auf Ausdauertraining. Also das Wichtigste von allen Fähigkeiten ist Ausdauertraining, weil einfach HP, also Lebenspunkte dazu bekommen, ist einfach derart wichtig, das ist unvergleichlich, muss man sagen, mit anderen Dingen. Jetzt die Frage, wie ich dieses Ding hier töten soll. Mit zwei T5-Einheiten, das ist einfach unmenschlich. Jetzt haben wir Runde, lass mich nicht lügen, ja, 45, 46. Das heißt, 10 kriegen wir den zweiten Helden, den wir haben können. Dann 15 Runden, 25 und dann 20 Runden. Also bei 45 können wir jetzt schon unseren vierten Helden nehmen. Ist ganz cool, brauchen wir aber ehrlich gesagt jetzt gar nicht. Können wir nachher mal machen, aber ist jetzt nicht sinnvoll, weil wir brauchen nur drei Armeen. Diese drei Armeen müssen euch eigentlich reichen. Wenn ihr mehr braucht, dann habt ihr meistens ein Problem, weil das sich einfach nicht rentiert. Weil drei Armeen können ja gegeneinander kämpfen. Danach ist es einfach nur noch... Ja, extra, ne? Also könnt ihr natürlich gebrauchen, aber solltet ihr nicht unbedingt brauchen müssen. Kommen wir nicht mal so. Ich gehe mal ein bisschen mehr auf Mana-Produktion. Wir wollen ja weiterhin
unsere Spinnen beschwören. Wir haben jetzt auch die nächste Wissensfabrik hier durch. Wir bauen die Bibliothek. Machen danach noch einen Tempel hier. Das müsste ja, wenn ich das richtig sehe, müsste das ja... dafür muss ich einen Tempel bauen, ne? Damit diese Pilzspuren... Ja, okay. Dann müssen wir erstmal einen Tempel bauen, damit hier überall Pilzwälder hinkommen. Damit wir da auch einen Vorteil haben. So, jetzt müssen wir gucken, wie greifen wir Nimue an. Also, wir haben hier einmal einen Untergrundtunnel. Der ist leider hinterm Wasser. Und ja, das heißt, wir müssen noch auf die Naga achten. Sonst wird es ein bisschen lästig, darüber zu kommen. Sonst hat sie aber nur diese eine Stadt, da oben noch den Auspost, der wird jetzt zur Stadt. Aber das müssten wir hinkriegen, wenn wir... Oder wir gehen halt hier über das Land. Hier ist auch Land, stimmt. Also wäre hier der Punkt, wo wir dann unsere Gegner angreifen können. Müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen was an Truppen sammeln. So reicht das nicht. Können auch gleich noch ein paar Dunstlinge beschwören. Wir haben hier genug Mana. Das sollte also auch wieder ohne Probleme gehen. Jetzt die Feenverbindung für unser Volk auch nicht schlecht, ne? Dann kriegen wir, wie gesagt, diese Nebelfähigkeit. Gucken, wie es aussieht. Ja, haben wir ein bisschen Nebeläuglein. Wunderbar. Das passt doch. Flammenstoßwaffen, das heißt, unsere Einheit wird noch stärker. Nehmen wir Herz des Zechers, um unsere Einheit noch stärker zu machen. Wie gesagt, ich begehe nicht nochmal den Fehler wie beim Let's Play da mit dem Drachen, wo ich tatsächlich da irgendwie keine richtige Strategie verfahren oder benutzt habe und dann nichts rausgekommen ist. Das war ziemlich schlecht. War ich sehr unzufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Unsere Kollegin ist jetzt auch wieder zurückgekehrt, soll uns aber nicht weiter kümmern. Oh, hier müssen wir ja noch einnehmen und wir müssen jetzt hier hin. Wir müssen auf jeden Fall das erstmal bauen. Denn dann können wir Akademie erstmal schneller bauen. Oh, wir müssen das Rathaus 3 noch bauen. Und was können wir? Grobschmied. Stimmt, das war ja das, was ich unbedingt brauchte. Lass aber erstmal Mana zu Ende bauen. So, dann müssen wir diesen langen Weg zurück antreten, weil wir noch immer keine Straße haben. Meine Theorie war also falsch. Ich dachte, wenn wir den... kann ja noch immer sein, wenn wir einen Astralriss haben. Ja, das ist schon fies, ey, was das für eine Armee ist. Gerade mit dieser Zusatzarmee, die sich offensichtlich auch nicht bewegen wird. Das macht das Ganze natürlich nicht unbedingt einfacher, was ziemlich lästig ist. So, dann sind wir wieder neutral, das ist ja auch immer ein Hin und Her. Dann haben wir ewiger Frost. Durch Schicksal oder blindes Glück lenkt der Fluss der Veränderung, das Chaos, deine Aufmerksamkeit auf eine Szene, die einen das Blut in den Adern gefrieren lässt. Wirst du die Eiskreaturen aufhalten? Natürlich machen wir das. Ach, gut, bitte noch weiter weg, das wäre mir sehr hilfreich. Wir gehen aber erstmal diesen Riss machen. Denn der Riss wird sonst gleich Einheiten spawnen, dann wird es langsam ekelhaft. Das kann nämlich ziemlich schnell eskalieren, wenn so ein Astralriss konstant irgendwas nachpumpt. Das wollen wir vermeiden. Das ist auf jeden Fall klar. Das kann sehr unangenehm werden. Aber wie gesagt, wir können halt nicht viel, einfach momentan nicht viel machen gegen die... Wir können momentan nicht viel machen, genau, gegen das Imperium. Also ich habe keine Ahnung, was ist. Sagt es mir gerne nochmal. Wir spielen jetzt einfach Hardcore dann eben ohne Imperium. Werde gleich mal nach ein paar vielleicht mal nachgucken. Vielleicht denke ich mal dran und habe Bock dazu, was es sein könnte. Sonst ist mir auch egal. Ja, ich weiß, dann bleib halt da sitzen. Ist mir auch egal. Dann gehe ich mehr erkunden. Ist es mir doch wurscht. So, Handelsangebot erhalten. Provinzanspruchspakt. Auf keinen Fall. Können wir später mal machen, aber jetzt bitte nicht. Machen wir noch die Flammenstoßwaffen. Guck mal, unser Dunstling kriegt auch Flammenstoßwaffen. Woher kriegt er die? Man weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall wird er dadurch extrem mächtig. Das kann ich euch schon mal sagen. Denn jedes Mal, wenn ihr einer tötet und 20 Schaden an alle umliegenden Einheiten macht, ist schon ziemlich pervers. Das macht schon Spaß. Das macht Laune. Also für die Gegner nicht, aber für mich macht das ziemlich viel Laune. Ist noch am Schlafen. Also noch schläft der Riss. Wird in 0 bis 3 Runden aktiv. Das heißt, bis dahin sollten wir langsam dahin gehen. Holt uns noch einen Dunstling, weil der einfach ziemlich krass ist. Das ist sehr ähnlich wie der Gremlin, der Dunstling. Nur hat er halt noch bessere Damage-Channels. Das heißt, er hat mehr verschiedene Varianten an Schaden, die er bereitstellt. Und ist dadurch natürlich einfach schon mal deutlich besser. Da bauen wir auch das Rathaus hier einfach mal aus. Haben hier einmal ein Arbeiterlager, damit wir hier unten noch ein bisschen was einsacken können. Und zwar noch ein bisschen mehr Geld. Ja, wir können uns, wie gesagt, noch immer einen Helden holen, aber ruhig eigentlich nicht. Ja, aber gut, warum andererseits nicht, ne? Nur muss auch schon einigermaßen gescheiter Held sein. Jetzt zum Beispiel wäre jetzt nicht so cool. Einschüchternde Aura ist ganz okay. Chaos Adept, ja. Weiß nicht, ist alles nicht so toll. Müssen uns übrigens immer mal gucken, wie unsere Stadt hier aussieht, ob wir da bald die integrieren können. Wir können auch mal Volk verstärken, kostet aber wieder unser ganzes Gedöns. Ja, wir kriegen 4 Punkte von der Vasallenmobilisierung, wenn wir den nächsten Schritt erreichen.
Also das ist ganz cool. Dann können wir uns nämlich von denen schon mal die Sturmgeborenen holen und die mal angucken, wie die denn so funktionieren. Bewegen wir uns schon mal in diese Geschichte rein. Wir werden jetzt nächste Runde noch eine Einheit bekommen und dann werde ich vielleicht die hier noch kaufen. Und dann können wir angreifen. Das passt dann. Aber ich denke mal, ich glaube, ein paar Minuten haben wir noch. Vielleicht können wir es ja noch schnell machen. Ich weiß nicht, wie lange der Kampf dauern würde tendenziell. Aber kriegen wir schon hin. So, einmal Dunstling. Dann holen wir hier einmal noch eine Quälerin dazu. Ja, okay, die müssen wir natürlich auch positionieren. So. Und dann machen wir hier mal so einen dicken Kampf. Und dann können wir nämlich da nochmal ein bisschen Action kriegen. Also außer, das wird wieder so ein absoluter Spaziergang, dass wir da überhaupt nichts kämpfen müssen. Machen wir erstmal die Produktion. Dann machen wir next part dann den Kampf, würde ich sagen. Das glaube ich schon mal später. Da nehmen wir einmal die Steinstädte. Die Geisthalle, wie sie heißt. Und wir haben eine weitere Provinz einzunehmen. Würden uns dann erstmal, wir können jetzt fast schon Außenposten wieder zerstören, aber würden uns erstmal hier bewegen, damit wir da nochmal ein bisschen mehr Wissen kriegen, denn jedes Wissen hilft uns ja. 219 ist okay, also 50. Runde 219, das geht schon besser. Ich glaube, mit Feudal oder Ordnung kriegt man das noch besser hin, aber ist schon ganz in Ordnung. Dann würde ich sagen, machen wir den Kampf nächstes Mal. Dann werden wir sehen, ob wir das gebacken kriegen, sollte aber möglich sein. Wir haben ja wirklich jetzt mittlerweile okaye Stacks, nichts Überwältigendes, aber eigentlich okay, gerade mit diesen komischen Viechern hier. Die ja schon ziemlich viel Schaden austeilen können durch all ihre Buffs jetzt. Das ist schon gar nicht schlecht. Ihr seht, was wir mittlerweile haben schon. Blutwutwaffen, die feurigen Pfeile, Flammenstoßwaffen und die versengenden Klingeln. Das ist schon extrem viel Damage, was wir dazu bekommen. Und was natürlich nochmal ordentlich was ausmacht. Ne? Okay, aber egal. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie immer, ne? Like, subscribe, kommentiert. Sagt mir auch mal, wie das ist mit Imperium. Keine Ahnung. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.